Lebet auch hier, grüßt die ganz ordentliche und heute willkommen zu dieser Karte Bibelbetrachtung. Für nun wollen wir Johannes, das 19. Kapitel, der Verse 38 bis 42, in das 20. Kapitel, der erste 10 Verse, betrachten. Hier wurden uns zwei Sachen geschildert in diesem Aufschnitt. Der erste, wo Jesus begrüßt wird. Da werden zwei Männer, die sich um Jesus hin begrafenes kümmerte, Josef von Arimathea und Nikodemus. Wie weit von diesen Männern, dass sie ohne seine Lehrer und ohne seine Männer im hohen Rot von den Juden wären. In Nikodemus ging nur Pilatus den Lief von dem Herrn Jesus zu früh. In Josef bracht, so die Jüde damals begraben deide, viel Sachen mit, um den Körper von dem Herrn Jesus entzusolven in den selben Begrafnis reiten möge. Diese zwei Männer, die haben zwar nicht ein öffentliches Bekenntnis, aber an diesem Punkt hat dem Herrn Jesus, ob sie uns in dem Neuen Testament als denkende Männer hingestellt worden, weil sie mit Jesus Verbindung suchte, auch mit Wert vor dem Endstunde und so weiter. Aber sie haben sich nicht öffentlich zu den Herrn Jesus bekannt, aber mit diesem Akt weisen sie öffentlich ihre Leben zu den Herrn Jesus. In der Brücke sei er vermuten, ob Pilatus zu gehen, um den Lief von dem Herrn Jesus zu freuen. Weil es die Räume wäre dort gewarnt, dass sie die Getriebsichte entweder um Getriebs hängen leiten, so dass die Ausurler an die wilde Tiere, die abfreden können, oder sie nehmen die rauf und schmeiten die irgendwo ab dem Mehlhüppen ab. Dort wäre aus einer Aufschreckung für die gedacht, die würde verbrecherische Sachen tun. So, in Pilatus hat er genug Stress gehabt und er ging hiermit wahrscheinlich ein Risiko ein, dass Pilatus ihm vielleicht eine harte Antwort geben oder dass er wird von den Juden rot gediskreditiert wurde. Aber wir sehen, dass der Leib zu Jesus enttreibt, das zu tun. Lebt auch hier, der Leib zu Jesus ist der uns mutig macht, der uns prüf macht. Und das ist, was diese zwei Männer beweisen. Und als sie Jesus im Grab gelegt hat und der Tag des Sabbat Eva wie in der Früh ist daheim gingen, fangen sie, dass der Stein weich wäre und Jesus wie nicht da. Petrus und Johannes sagt dort in den Aufschnitt, sie kommen daheim, gingen in das Grab hinein, und beteckte sich dort und sah, was da passiert wäre. Sah gewisse Tekens da bene, dass das nicht können sein, dass da grob reibisch gewusst wäre, was zu fürchten zu der Zeit passiert. Und dann sah ich, dass ein von den Jüngern glaubt, und wie weit er das Johannes wäre. Als er das sah, funken am Glauben und ob es war, sei noch nicht vollständig begreife, was da passiert wäre, aber der 8. Vers vom 20. Kapitel sagt. Dann ging der andere Jünger, der das erste im Grab hineingekommen wäre, auch nennen, und er sah und glaubte dort. Sie wusste noch nicht, dass die Schrift sieht, dass er vom Tod abstehen muss. Dann gingen sie waren Hüs. So, er glaubte, dass er abgestohlen wäre, aber er verstand noch nicht die Schrift. Aber lieber Teurer, wenn du von dir machst, das Lade Graf seine erleben, dann ist es wichtig, dass du die mit den Berichten von der Bibel übereinsetzt. Viele Menschen glauben einfach, weil dann dort das Leben lang gepredigt geworden ist. Aber sie haben vielleicht noch niemals die Berichte in der Bibel wirklich studiert. Um ihren Glauben ab den Grund, ab den Pfostengrund von Gott sein Wort zu sagen. Viele
Ungläubige oder auch even Söhne, die nicht an Gott glauben wollen, die nicht an der Auferstehung glauben wollen, sind überzeugt geworden, dass sie die Berichte von der Auferstehung gelesen haben und studiert haben. Weil die sind so einfach, so real und so ohne Schmückungen geschrieben. Kein Bericht über so eine Sache in der Welt hat so eine einfache, klare Ausdrücke und Beweise abgeschrieben, als wurde durch am Jeter Jesus im Grafen eingeleicht ward, gekriegt ward, im Grafen eingeleicht ward und abgewürgt ward, in Abstand. Ans Glaube auf eine feste Grundlage in die Hand, kriegt so die Möglichkeit, in Jesus sein Leidet Graf nennen zu gehen und dort zu bezeichnen. Nicht mehr auf einen physischen Ort, aber auf einen Ort, dort wird das Wort Gottes studieren in den Berichten, sehr klar lesen und weiter durch den Herrn Jesus abgestohlen wird. Lieber Teure, dort ist dort geschrieben, dass wir glauben, dass alles passiert ist und dass wir durch den Glauben das Leben sollen haben. Vor dem Himmel, ich danke dir für diesen wunderbaren Tag. Ich danke dir dafür, dass du dein Wort hingelassen hast und das Erlösungswerk für uns ausgeführt hast und dass du in deinem Wort diese Berichte abgeschrieben hast, dass wir glauben können, dass es so passiert ist. Dafür danken wir dir. Ich bete, dass du uns helfen wirst, unseren Glauben auf festen Grund zu stellen, der an das Wort Gottes sich klammert. Amen.